Manuela Schwesig muss kürzer treten. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gibt wegen einer Brustkrebserkrankung ihre Ämter als stellvertretende SPD-Vorsitzende und kommissarische Parteichefin ab. Regierungschefin in ihrem Bundesland will sie aber bleiben. Schwesig erklärt, sie wolle ihre Kräfte auf ihre Gesundheit, ihre Familie und Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren. Die Politikerin ist verheiratet und hat 2 Kinder. Schwesig zeigt sich zuversichtlich, wieder gesund zu werden. Die frühere Bundesfamilienministerin gehört zu den 3 SPD-Politikern, die nach dem Rücktritt von Andrea Nahles die Sozialdemokraten übergangsweise führen. Weil Thorsten Schäfer-Gümbel am 1. Oktober aus der Politik ausscheidet und zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ wechselt, wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer die SPD als alleinige Übergangsvorsitzende bis zur Wahl einer neuen Parteispitze führen.